Dritter Messetag, Fachpark Nürnberg. Wir machen einen kleinen Messerundgang hier für die Flexpack-Industrie. Freuen sich auf einige Termine, die ich gemacht habe mit Flexpack-Vertretern auf der Fachpark hier in Nürnberg 2024. Ich freue mich auf spannende Gespräche und ich nehme Sie einfach mal mit. Ich habe gerade zufällig Jan Grewe getroffen hier bei PPG und bin hier stehen geblieben an der Wassersäule, Jan. Erzähl uns mal, was hat das damit auf sich? Ja, hallo Carsten, erstmal schön, dass ihr uns hier besuchen kommt. Ja, das hier ist mal ein angewandtes Beispiel dafür, wie diese Schwimm-Sink-Trennung funktioniert, weil es ja darum geht, das schöne, reine Polyester in dem Tray-to-Tray-Verfahren, von dem auch viel gesprochen wird, wieder zurückzugewinnen, weil da kann man ja auch dann wieder einen Tray draus machen und wieder eine Salami reinlegen. Und damit das funktioniert, gibt es dazu oben eine Deckelfolie, die entsprechend schwimmt und keine Rückstände hinterlässt. Und weil das alles relativ abstrakt ist, haben wir das hier mal so ganz analog und physikalisch hingebaut. Voll spannend. Die Deckelfolie schwimmt oben und das Pad ist unten. Das ist Polyethylen und das ist Polyester, oder wie muss ich das verstehen? Das ist auch Polyethylen, genau. Da sind so alle möglichen Dinge drin, die dann die Funktionalität erbringen, die die Aufschnittverpackung braucht. Und da unten, das ist ja das reine A-Pad. Genau. Und ja, die Herausforderung ist halt, dass es gut siegelt, sich leicht öffnen lässt, keine Rückstände hinterlässt und dann easy getrennt werden kann, damit man irgendwo auch mal wieder das Rezyklat herkommt, von dem alle gerade so viel sprechen. Genau, das funktioniert ja in der Praxis noch nicht so gut. Das habe ich verstanden. Was bedeutet De-Inking in diesem Zusammenhang? Erzähl uns das. Ja, da geht es auch darum, Qualitäten von Rezyklaten zu verbessern. Druckfarbe ist ja ein altbekanntes Problem, auch im Recycling. Die Recycler, mit denen wir da so gesprochen haben, die sagen, ja, das ist halt so. Jetzt gerade ganz aktuell im Mindeststandard wurde ja darüber gesprochen, nitrocellulose-basierte Druckfarben, polyurethan-basierte Druckfarben. Das ist für den Prozess dann erstmal schon ein großer Unterschied. Aber die Farbe ist natürlich immer ein Thema in dem, was das Rezyklat dann nachher mitbringt. Und hier oben sieht man das einmal, wie das Ganze dann ausschaut. Das ist jetzt ein Verfahren, was nur mit warmem Wasser funktioniert. Mhm. 65 Grad warmes Wasser, frontal bedrucktes PE. Da sieht man dann die Flakes, die gewaschenen Flakes, das Granulat, die neue Folie und eine neue Flasche. Ja, viele sprechen davon. Natürlich ist das so, solange das nicht jeder macht, ist der Hebel erstmal gering. Aber wir sind immer grundsätzlich Fans davon, das mal hands-on-mäßig zu machen, um zu gucken, wie funktioniert das, wie läuft das auch durch unsere Anlagen und ja, um da auch nochmal einen Unterschied für diese Rezyklatqualitäten zeigen zu können, damit Kunden sich das vorstellen können, haben wir das mal hier mit auf die Fachpack genommen. Habt ihr auch schon Anfragen in dieser Hinsicht? Produziert ihr schon sowas oder ist das einfach jetzt mal ein Case Study, um zu zeigen, so einfach könnte es eigentlich sein? Das ist tatsächlich so eine Messe-Case-Study, den wir jetzt mal gemacht haben. Und wir haben das Ganze aber auch dementsprechend einmal komplett durchproduziert. Also es wäre quasi von jetzt auf gleich verfügbar, genau. Hochspannend, danke für diesen kurzen Einblick in eure neuen Ideen. Ja, danke euch. Ich bin hier gestrandet bei Nehmann-Verpackung. Kurt Nehmann steht vor mir und ich bin aufmerksam geworden, PPWR, in aller Munde, Kurt, ihr klärt auf. Was hat es damit auf sich? Ja, wir versuchen ja immer ein bisschen der Erklärbär zu sein bei den ganzen Themen und uns darüber ein bisschen zu differenzieren. Letztendlich ist es ein Thema, mit dem wir uns natürlich auch befassen müssen, weil es ja tatsächlich eine EU-Verordnung ist, die bald unmittelbares Recht wird. Und wir wollen es erstmal selber verstehen und wir wissen auch, dass unsere Kunden schätzen, wenn wir das knackig aufbereiten. Und das haben wir versucht. Wir haben ja hier auch so Verpackungen auf dem Tisch liegen. Ihr stellt natürlich Verpackungen her, Folien blast ihr selber und jetzt steht hier drauf recycelt. Das ist ein kritisches Füllgut, oder ich sage mal ein sensitives Füllgut, sagt ihr, glaube ich, dazu. Fahrt ihr da schon Rezyklate rein? Ja, wir haben vor ein paar Jahren begonnen, auch Rezyklat in sensitive Verpackungen reinzufahren. Es hat damals begonnen mit Babywindelverpackungen. So eine typische Verpackung sieht man hier. Das sind natürlich in der Regel dann Retail-Brands drauf, oder die kann ich aber leider nicht zeigen. Und da haben wir natürlich die Herausforderung gesehen, die nicht nur technisch besteht, sondern insbesondere darin besteht, eine sichere Verpackung zu machen. Und die große Frage ist ja immer, wenn ich Müll nutze als Rohstoff, dann ist das ja ein anonymer Feedstock sozusagen. Und wir wissen ja auch, dass wir Sicherheit herstellen müssen. Wir wissen auch, dass Kunden gerne Konformitätserklärungen haben. Wir haben gesagt, die können wir natürlich davon nicht leisten. Was wir aber machen können, ist, wir können euch Transparenz schaffen. Deswegen haben wir vor Jahren schon angefangen, unsere Chargen sehr, sehr genau zu monitoren. Haben ein System aufgebaut, wo wir gesagt haben, was kann denn kritischerweise an Stoffen drin sein, das migriert und dann sozusagen zu Schwierigkeiten führt.
und sind mittlerweile bei ungefähr 450 Substanzen gelandet, die wir regelmäßig monitoren über Content Measurement, über Migration Analysen. Wir packen noch ein NIAS Screening oben drauf und haben jetzt mittlerweile eine Datenbank, sehr umfangreiche Datenbank, wo wir zu all diesen Stoffen sagen können, guck, das ist die Statistik. Wir können sagen, das ist nicht drin oder das ist bis zu diesem Level drin und das gibt den Kunden zumindest die Möglichkeit zu sagen, okay, es ist PCR, es ist ein anonymer Feedstock, aber ich habe eine große Sicherheit und das ist mittlerweile von vielen Sicherheitsbewertern tatsächlich auch schon anerkannt. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, zum Beispiel auch im Bereich Wet Wipes jetzt mit mechanischem PCR zu starten. Hochspannend. Wir haben ja manchmal auch technische Herausforderungen, wenn es um PCR-Einsatz geht. Gerade so ein Wicketbeutel hier, der hat eine hohe Spannung, wenn nachher die Windel gepresst drin ist. Aber auch hier haben wir Füllgüter drin, die vielleicht Farben verändern oder du willst auch keine Stippen haben in den Folien. Wie geht ihr denn mit den mechanischen Kennwerten um? Wie monitort ihr die denn? Das Ganze ist natürlich, deswegen nennen wir es so ein bisschen eine 360-Grad-Herausforderung. Fängt an bei der ganzen Inbound-Logistik, auch bei der Arbeitssicherheit teilweise. Aber klar, wir sind durch alle Specs gegangen. Wir haben natürlich Prozessvalidierung gemacht, auch beim Kunden. Wir sehen die Herausforderungen intern. Du hast es gerade angesprochen, Thema Drucken, Farbveränderung, Stippen. Wir haben zum Beispiel wir nennen das Counter-Jail-Printing entwickelt. Das heißt, wir bauen die Druckmotive anders auf, um beispielsweise auch leicht stippiges Material einsetzen zu können und trotzdem geschlossene Flächen zu erzielen. Das ist etwas, was wir uns ausgedacht haben, entwickelt haben und auch immer in immer mehr Verpackungen einfließen lassen. Counter-Jail-Printing von Nehmann. Hochspannend. Wie ist die Nachfragesituation? Ich war bei anderen Ständen, die haben gesagt, okay, wir haben hier die recycelten Sachen, wir haben auch tolle Barrierelacke entwickelt, aber die Nachfrage war noch so durchwachsen. Spürt ihr wirklich denn in diesem Hygienebereich schon eine starke Nachfrage auch nach Recycling, also Rezyklateinsatz in solchen hochwertigen Folien? Also wir setzen schon mehr als 2000 Tonnen davon ein. Also das spricht vielleicht für die Nachfrage. Ja, die ist sehr hoch. Wir sind gestartet mit 30% seinerzeit. Bei den Babywindeln sind wir jetzt bei über 80% und haben damit auch eine gewisse, ja nicht Alleinstellung, aber schon eine besondere Stellung als Frontrunner sozusagen. Und die Nachfrage ist hoch. Das heißt, in dem Bereich wachsen wir in der Tat stark. Und auch die Nachfrage nach recycelten Lösungen oder nach recycelten Content, auch in den anderen Lösungen, die ist hoch. Es ist natürlich im Moment noch Non-Food, klar, Food können wir noch nicht, wissen wir alle, die 1616 erlaubt das noch nicht, die 2022er Richtlinie, aber auch das ist ein Thema hier gewesen, natürlich täglich. Ja klar. Erinnert mich auch so ein bisschen an Cospatox. Ich habe im Vorgespräch eben schon gelernt, ihr wart eigentlich schon vor der Zeit und vieles davon ist auch in Cospatox schon so umgesetzt. Für die, die es nicht kennen, es geht ja um Kosmetikartikel unter anderem, da zu regeln, wie man jetzt Rezyklate einsetzen kann. Wo gibt es da Parallelen, wo gibt es vielleicht auch Unterschiede? Ja, ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt Cospatox bis in alle Details kenne. Wir wissen aber, dass die Sicherheitsbewerter, die auch bei Cospatox involviert sind, sich unser System angeschaut haben und auch gesagt haben, klasse, das können wir auch sozusagen freigeben. Die Überschneidungen sind natürlich da, denn machen wir uns nichts vor. Wir haben uns über Risikostoffe Gedanken gemacht, genauso wie natürlich Cospatox auch. Und die Substanzen, die wir uns anschauen, das sind die gleichen Substanzen. Und natürlich nutzen wir auch die gleiche Analytik irgendwo. Es ist nur eine Frage, wie stellt man die Dinge zusammen, welche Daten hat man. Und da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir das jetzt schon 4 Jahre lang machen und deswegen auch schon Tausende von Daten haben, was ganz schön ist. Sehr schön. Und ihr seid eine der wenigen Firmen, die überhaupt Rezyklate schon als Blasfolie wieder weiterverarbeitet und im großen Stil einsetzt, habe ich hier auf der Messe auf jeden Fall erfahren. Alle anderen, die ich gefragt haben, sagten, naja, wir machen schon ein bisschen, aber so richtig die großen Mengen war es noch nicht. Ich glaube, in diesem Markt habt ihr einen Volltreffer gelandet. Dankeschön für dieses kurze Interview, lieber Kurt. Dankeschön. Ich bin hier bei der Fachpack 2024 jetzt bei den Labelisten. Nikolai sitzt mir gegenüber und er möchte auch in Wien bei der Couch-Konferenz einen Vortrag halten zu dem Konzept, was ihr hier etwas anders macht als die klassischen Flexpacker. Du kommst eigentlich aus der klassischen Flexpack-Industrie, Labelisten sage ich jetzt schon, ist ein bisschen anders. Was ist da anders? Ja, wir konzentrieren uns auf Standbuchenbeutel und sind extrem digitalisiert. Also das eine ist der Prozess, über einen Online-Shop digital bedruckte Standbuchenbeutel zu bestellen. Und auf der anderen Seite ist die Standardisierung bei uns extrem wichtig. Also wir haben nur 3 Verbunde im Einsatz, 10 verschiedene Beutelgrößen und ich glaube, das ist schon einzigartig in der Verpackungswelt, weil ansonsten gibt es ja das Wort Standard eigentlich nicht bei den Verpackern. Das Spannende ja beim Digitaldruck ist ja eben auch, dass man standardisieren muss, um eigentlich auch die Synergien heben zu können. Wie funktioniert das bei euch? Du sprachst die Digitalisierung an. Was passiert, wenn einer bei euch bestellen will? Wie geht das vor sich? Ja, im Grundsatz ist der Verkaufsprozess immer gleich. Die Kunden fordern Mustern an, dass sie Fülltests machen können, weil gerade bei Proteinpulvern kann man nie genau sagen, wie viel Pulver muss rein. Das hängt von der Dichte des Pulvers ab. Dann schicken wir Muster raus an den Kunden. Er wählt sich ein Produkt aus und konfiguriert sich dann die Größe, Laminate, Druckbilder im Onlineshop zusammen, bestellt es dann und dann geht es im Prinzip automatisiert direkt auf die Druckmaschine.
Ein Vorteil kann ja auch die Lieferzeit sein. Was sind so bei euch die Lieferzeiten? Ja, standardmäßig 15 Werktage und ich denke, das sind wir, glaube ich, die schnellsten. Express sogar 10 Tage möglich. Also wenn es brennt, wir hatten auch schon größere Auflagen in 3 Tagen. Ja. Du sprachst von standardisierten Verbunden. Was sind das hauptsächlich für Folien, die da eingesetzt werden und für welche Produkte eignen die sich? Also wir haben versucht, alles Könner, Allzweckwaffen zu entwickeln. Alles auf Basis von Mono-PP, Polypropylen. Es sind 3 Lagenverbunde und wir alle haben eine Hochbarriere und wir versuchen da damit so 80% der Anwendungen am Markt von Nüssen über Proteinpulver, über alles andere abzudecken. Es gibt ein paar Ausnahmen, das ist nichts. Die sind nicht zum Beispiel Heißfolienabfüllung, können wir es nicht machen, aber im Grundsatz alles andere ist möglich. Keine High-Performance-Anwendung wie Sterilisation oder sowas, weil das ja auch mit dem Druckträger bzw. mit der Druckfarbe so auch noch nicht funktioniert mit dem Digitalsystem, was ihr anwendet, oder? Genau, richtig. Also da kommt einfach der Digitaldruck mit den heutigen Prinzipien an gewisse Grenzen. Es könnte möglich sein, wir versuchen aber die Finger davon zu lassen, weil es einfach zu heiß ist für uns. Es gibt genügend andere Kunden, die Trockenanwendungen haben und darauf konzentrieren wir uns. Jetzt haben wir auch noch den Macher und Gründer hier am Tisch. Stell dich bitte eben kurz selbst vor. Ja, ich bin der Frank und ich habe vor 10 Jahren angefangen, Etiketten zu drucken und habe dann festgestellt, dass es noch was anderes gibt als Etiketten und was ich mit meinen Maschinen auch fertigen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir halt Verpackung. Hast du früher auch schon mit Digitaldruck-Etiketten gedruckt oder hattest du andere Druckverfahren? Ja, ich war nur digital unterwegs. Also ich habe mit einem kleinen Tischgerät angefangen zu drucken. Das war ein Office-Jet, also so ein Epson-Ding, das du eigentlich im Büro kennst. Mhm. Nur halt mit Rollen-Rollen-Zuführ und Aufwicklung und ja. Das war ganz klein, mini, und dann wird es immer größer, größer, größer. Irgendwann war eine Indigo da und dann war eine große Indigo da, dann war die zweite kleine Indigo und jetzt kommt die zweite große Indigo. So, that's the way. Hochspannend. Indigo ist natürlich auch das Synonym für eine bestimmte Drucktechnik. Warum habt ihr euch gerade dafür entschieden? Ich komme aus einer Offset-Druckerei und da war halt schon immer der Rasterpunkt, der Rasterpunkt. Und ich habe keine Lust auf Inkjet mehr gehabt. Ich wollte halt einfach eine geile Druckqualität und da ist halt HP immer noch der Platzhirsch. Nach wie vor. Ja. Spannende Sache. Die Folientechnologie, welche Rolle spielt die? Wie wichtig ist die Folienauswahl überhaupt nachher für die Drucktechnologie? Wir haben verstanden, dass ihr standardisiert habt, 5 verschiedene Folien in Größenordnung. Aber was hat das für Auswirkungen auf die Drucktechnologie? Wird das kaschiert, wird das nicht kaschiert? Was setzt ihr da ein? Also die Bedruckbarkeit ist eigentlich gegeben bei fast allen Folien, die es so am Markt gibt. Wichtig ist bei uns eigentlich eher die Siegelschicht, weil der Pouch-Prozess an und für sich mit dem Monomaterial natürlich nicht ganz einfach ist. Mhm. Dementsprechend die Druckträger ist simpel. Danach kommt Thermolaminat drüber. Also wir drucken auf einen vorkaschierten Verbund, im Oberflächendruck drauf, dann kommt ein Thermolaminat oben drüber, das die Farbe nochmal schützt, weil die Farbe ist ja auch sehr temperaturempfindlich und dann geht es in den Pouchmaker. Und da ist es eben extrem wichtig, weil die Faktoren Druck, Zeit und Temperatur eben ausschlaggebend sind auf die Qualität des Stammbogenbeutels und deshalb ist die Siegelschicht eigentlich das Entscheidende und das ist gar nicht so einfach, da was Gutes zu finden. Aber wir haben es gefunden. Sehr schön. Digitalisierung steht überall drauf, Frank. Ich habe aber gesehen, du kannst direkt online quasi Veränderungen vornehmen, zum Beispiel am Lieferschein oder solchen Dingen. Ja. Machst du das alles selber? Wie geht das? Ja, eigentlich sind wir gar keine Druckerei. Eigentlich sind wir gar keine Druckerei, sondern wir sind eine Programm- oder eine Software-Schmiede mit angebundener Druckerei. Also meine Leidenschaft ist das Programmieren und ich bin froh darum, dass ich Nico und so weiter habe, die sich ums ganze Personal und um die Infrastruktur kümmern. Und ich dann halt in Ruhe programmieren kann und dann schaut ein Lieferschein um einen Tag ein bisschen anders aus als am nächsten. Jetzt habe ich gerade zum Beispiel den Wunsch bekommen, wir möchten gerne noch die Chargennummer auf der Auftragsbestätigung drauf haben vom Material. Dann habe ich gesagt, okay, ab morgen ist das drin. Ja. Das können andere so schnell nicht bieten, weil wahrscheinlich auch das ganze System so angelegt ist, dass eben diese Flexibilität drin liegt. Wenn ich heute ein SAP kaufe oder heute nur noch aus der Cloud miete, brauche ich ja schon ein Millionenbudget, um das überhaupt anzupassen auf meine Druckerei. Da geht ihr einen ganz anderen Weg. Ist das etwas, was ihr auch weiter ausbauen wollt, vielleicht sogar anderen anbieten oder ist das euer Kern, euer Alleinstellungsmerkmal? Ja, das ist schon die Idee, aber du brauchst halt einfach trotzdem dann wieder Personal oder noch mehr Leute, die sich dann um Support für die Software kümmern. Und deswegen ist die Software eigentlich unverkäuflich und weil es so genau auf uns spezifiziert ist, ist wie eine SAP, das dann auf dich einstellst und halt perfekt abstimmst und dann halt Millionen Manntage investierst oder Millionen in Manntage investierst. Ja. ja, und das ist halt, glaube ich, das größte Problem bei allen Großen oder überhaupt eine Software einzuführen. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Aber die Software ist halt bei uns gewachsen und die Druckmaschinen mit der Software und dann kommen halt neue Features dazu. 3D-Ansichten von Pouches und so weiter. Und
was du im Alltag so brauchst. Ja, und das haben wir halt auf uns optimiert. Ja. Nikolai, was wirst du in Wien hauptsächlich präsentieren wollen? Hast du da schon eine grobe Vorstellung, was dein Vortrag überhaupt beinhalten wird? Ja, so ganz grob schon. Also das Thema Standardisierung eben in Kombination mit Digitaldruck und Digitalisierung. So, das werden die drei Hauptpunkte sein, die wir ein bisschen beleuchten werden. Wie wir das im Prinzip in der Realität umsetzen, die Konzepte, die HP immer predigt, haben wir versucht umzusetzen. Und ja, das wird so der Aufhänger des Vortrags sein. Eure zweite Fachpark, der Erfolg gibt euch recht. Danke für dieses kurze Interview. Vielen Dank. Dankeschön.